first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become? Grüß euch, es ist Freitag, der 8. Februar 2017, irgendwann in den frühen Morgenstunden und verarscht, im Gegensatz zu dem, was ich versprochen habe am Ende der letzten Session, am Ende von Resident Evil 7, spielen wir nicht Through the Woods, sondern Conan Exiles. Es ist a Building Survival Fantasy Multiplayer oder Singleplayer, wie man es mag, Game von Funcom. Funcom kennt man, oder kenne ich zumindest, hauptsächlich aus Produktionen wie The Secret World und The Secret World, also eigentlich kenne ich nur von The Secret World, aber das war ein sehr lustiges, sehr innovatives Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Und das jetzt hat weh. Gleich einmal scharf gemacht. Die Mucke bombastisch, Arnie at its best und die Welt von, wie heißt der Kollege, Robert E. Howard? Howdy Roberts, Georgie Herbert? Nein, Robert E. Howard, glaube ich, heißt er. Dem Erfinder von Conan, der in den 30er Jahren angefangen hat, diese wunderbare Welt zu generieren, die irgendwann zwischen dem imaginären Untergang von Atlantis und dem Entstehen der ersten Hochkulturen und Zivilisationen wie Babylon etc. Stattfindet, also 10.000 und davor BC, die hat es mir sowieso angedauert. Das ist ein cooles Setting, das ist eine geile Fantasy, ganz archaische, brutale, blutige, straight to the point, manly Fantasy, also mit Cojones. Und ja, ich bin psyched, vielleicht merkt man es, aber das Intro hat mir jetzt selten geil in Stimmung versetzt für so ein Spiel. Das Ganze ist, wie gesagt, Early Access, sollte heißen, da kann sich noch einiges tun. Ich kenne von dem Game überhaupt nichts, ich habe gerade einmal die Video und die Soundsettings gemacht im Vorfeld. Ansonsten war es eben nur das, was ich euch gerade vorher erzählt habe. Aufbauen, niederschlagen, abfackeln, Blut, Auge raus. Das totale Barbarenprogramm halt. Und ja, wir stürzen uns direkt ins Gemetzel. Your cross awaits, Exile! Also dich nageln sie jetzt ausgeletzt. Passt. Wollte immer schon mal aus der Jesus-Perspektive was zocken. Da haben wir Play Online, Singleplayer Co-op, Settings habe ich schon gemacht, die sind alle auf Ultra. Mods gibt's auch, Patch Notes brauchen wir nicht, was die Barbarian Edition. Um Gottes Willen! Na geh weg, da geht Steam auf, das will ich nicht. Ich möchte mal Singleplayer ausprobieren, ne? Number of Players. Da muss man sich einen Server bauen, das ist wie Seven Days to Die, ist klar. Das ist einmal Reilly's Finest. PvP enabled, Battle Eye enabled, das ist das Anti-Cheat-Programm, das muss man sich im Vorfeld downloaden. Server-Passwort braucht man keins.
Doch, brauchen wir schon was, nicht, dass da irgendwer. Das wird lauten. Ich sag nicht, wie das lauten wird. Ja, nur damit ihr es wisst. Ich sag nichts. Hoffentlich schreibe ich das auch so, wie ich es mache. No ownership. Clan max size 30. Number of players 32. So viele Freunde habe ich ja nicht. Lassen wir das einmal so. Und jetzt hoste die Gaudi und dann schauen wir, was passiert. Preparing character. This may take several minutes. Several minutes! Man scherzet! What the fuck? Was heißt preparing character? Darf man keinen Charakter basteln? Das wäre aber schade, wäre das aber. Noch dran, da werden wir ein bisschen Musik losen. Ja, Funcom. Nochmal zurück zum Developer und offensichtlich ein Verleger von der Gaudi. Das ist irgendein skandinavisches Land, aus dem die kommen, glaube ich. Dänemark, Norwegen, möglicherweise. Und die haben mit The Secret World einen recht interessanten Titel, nämlich so eine Mischung aus Buffy the Vampire Slayer und Cthulhu Now aufs Tablet gebracht. Nur, dass sie finanziell dabei in Arsch gegangen sind. Die Subscriber sind eher dahin gewesen, weil Content nicht genug war. Der Content war super, aber nicht ausreichend. Und sie haben damit eine riesen Bauchlandung gemacht. Ich weiß eigentlich, mein letzter Stand von Funcom ist, dass die Jungs Konkurs angemeldet haben. Ja, und dann das. Conan Exiles schaut aus, hat einen großen Hype. Also das ist heute, da habe ich es her. Was ist denn jetzt los? Seht, es ist ein Standbild und es ist wieder weg. Jetzt darf ich. Male or female? Jetzt machen wir es mal male, die Garde. Ja, gib mir Conan. I wanna have Conan, the Barbarian. Race and Religion. Kushite. Na, machen wir von vorn. Hyborian? Chimerian, das ist glaube ich der Chimerian, ist der Dings, ist ein Chimerian, der Conan ist Chimerian. Stygian. Tribal Himmelbus. Himalian. So. Hyrcanian, Turanian. Kitan. Kushite. Nordheim. Nordheim. Nordheimer Keule. Pikte. Schuderschemite. Der Farai. Tafari? Vendian! Vendian! Samorian? Singaran! Also ich möchte ja gerne der Nordheimer sein. Ich stehe auf Kelten und Skoten und so Zeug. Religion! Das sind Krom! Krom, das ist der, das weiß ich aus dem Film, das ist der Stahlgott, das ist der Kollege vom Conan. Ändert sich da irgendwas? Seht, das ist die Schlange, das waren die Bösen bei Conan. Jock, der schaut auch nicht sonderlich nett aus. Mitra, der ist Gerechtigkeit, das ist, dann ist er der Cop. Geh mir gerne auf Krom. Voice. Is coming. Was? Cut me down, please. Cut me down, please. Cut me down, please. Death is coming. Hey! Death is coming. Death is coming. Death is coming, okay. Head options. Schau her mal da. Ui, ein schöner Mensch. Ja, Gesichter gibt's aber nicht viel. Ja, wie gesagt, Early Edition. Der traurige Schotte. Der geschminkte Schotte. Der böse Schotte. Puh. Okay, den ersten. Was ist das? Ah, das ist der Pain. Hoa! Rot, das passt. Keine Frisur? Doch. Ja, so also ein Iro, das ist schon okay. Iro, okay, so. Kann man die Kamera dran? Nein, den Kopf kann man dran. Entschuldigung. Ja, Iro. Iro ist gut, ist gekauft. Cosmetics. Lippen geht noch nicht. Eyeshadow bitte weg. Wir brauchen bitte ein Eyeshadow. Wahnsinnig. Face Details.
Jean with. Jetzt können wir ein wenig konanifizieren. Den guten Mann. Chin with. Chin und Jean. Passt eigentlich. Cheeks, Nose. Mouth. Kantiges auch. Ohren, Augen. Passt mal alles eigentlich. Body Features. Mal einen Hühnchen. Ja, da reicht das Kreuz nicht. Oh ja, so mittelgroß. Na, da kann ich ruhig mal. Und von der Physik her. Nudity. Full Nudity. Nudity. Partial. Nudity. Nein. Keine Ahnung, was macht die Physik? Gar nichts. Breast Size. Endowment. Was ist Endowment? Keine Ahnung. Breast Size. Du kannst der Mantids einstellen. Partial Nudity. Full Nudity. Full Nudity ist sicher Nockerbeizel. Next! Here hangs! Also. Ah ja, wie heißt er denn? Ferdinand. Ferdinand. Dinant der Gütige. Na gar nicht, wenn nicht, wenn wir genau das machen, was wir mit ihm gemacht haben mit dem Ferdinand. Gütinand der Fertige. Ist das groß? Also, Fertige. So. The Northheimer. Condemned to death and exile for crimes including freeing slaves, drunken brawling, corrupting the youth. And who removes his body, living or dead, from the cross will be flayed alive along with all members of their family. Gütinand der Fertige. Sehr schön. I much remember, but I have much forgotten. I have been in a far land across misty voids and gulfs of Blaschut. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings until blah. This land does not love men. Shall I cut you down? It might kill you. Jetzt holt er mit der Arnold. It might have been kinder to leave you on the cross. Muss jetzt gleich gegen die Hunnis kämpfen? We will meet again. Ja, hoffentlich. Okidok. Ich hab alles auf Ultra und der Drehung nach zu urteilen, ist die Gaudi flüssig. Das ist mir, kann ich eine links, eine rechts, immer fester auf die Fresse. Springen kann auch. Wie kriege ich denn das? Ja, so, sehr gut. Sprint, alles klar, da liegt was. Eine Notiz. Press E to interact. Plantfiber. Plantfiber? Ich bin mit dem da unten. Vielleicht C für Crawl? So, das ist Ducken. Aber das hat's aufgehoben. Ah ja, schau, geht da drin. Bekleide er sich! Leveren darf ich auch schauen, das ist sehr fröhlich. Also das ist der Crafting-Bildschirm, Entschuldigung. Ich kann ein paar Käfer essen und ich kann Plant-Fibers habe. Press E to interact. Ja gern, aber tut's ja nicht. I am beaten. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves. Bandits and cannibals. Exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun over the glittering spires of Belvarus is forever denied me. The smell of my daughter's hair.
I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Ja, na, nett, nett von dem Fremden. Und jetzt habe ich das Wasser. I got the water. Do I? Yeah, I do. Und da ist auch die Note. Kann ich die, darf ich die noch einmal lesen, bitte? A note scrawled on misty, on flimsy paper. Ah, und da ist es noch einmal. Okay, alles klar. Info. Wasser. Ja, ich werde das Wasser ziehen, mal gleich mal da so. Das ist gut. Stone und Branches brauche ich für so eine Axt. Okay, ich muss mal ganz kurz in die Options schauen. Settings. Controls. Na, keep it. Use. Left-hand item. Combat is C, bla 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 bla. Movement, jump, crash, sprint, walk. Backspace. Strafe down. Gamepad. Gamepad. Drop item. Oh. Okay, Backspace ist walk. Wir werden walken, man. Das ist die. Wir sind nicht auf der Flucht. Naja, stimmt nicht. Wir sind eigentlich auf der Flucht. So, was haben wir da? Kaputter. T-O-H-T. Ah ja, Free Camera wollte ich mir auch mal anschauen, weil... Movement, Menus, Communication, Miscellaneous. Third Person Camera ist P. Vanity Camera ist V. Zoom in, zoom out, Suicide. Control K. Third Person Dingsy ist P. Ja? V ist die Vanity Cam, da können wir uns selber anschauen. Und? Nix Pimmel? Nee, Unterhosel. Das habe ich im Internet nämlich schon gesehen, dass die. Da, das ist Land of the Dongs. Steht im Internet zumindest, was ist das? Ja, what is this? Oh Gott. Behold, Bonded One, the very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways. By the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. So. Return, hat er gesagt, ich soll mich schleichen. Ich will mich nicht schleichen. Was ich will, ist leveln. Strength. Agility, learn recipes. Kann ich das? Grit, true grit, encumbrance, survival. Stärke, Beweglichkeit, Vitalität, Treffergenauigkeit. Grit. Eigentlich Guts. Endurance, Encumbrance, das ist was er tragen kann, Survival, keine Ahnung was das ist. Ich tu mal Vitality, ja? Wie viele Punkte kann ich denn? Ah da, I don't know. Und Stärke. Learn Recipes. Spend Knowledge Point to learn Recipes, die grünen habe ich schon. Was ist das? Acolyte of Mitra? Acolyte of Set? Was soll das sein? Stone Mercenary? Archer? Ja, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Werkzeug. Decoration Combat. Achso! Das ist additiv, verstehe. Fackel.
Können wir nicht aus? Was geht's da? Close nochmal. Learn Recipe. Ich bin Apprentice Craftsman. Woran sehe ich? Was ich kann? Und was ich nicht kann. Das könnt ihr unlocken. Ja, mach einmal. Jetzt bin ich Apprentice Craftsman. Also alles was grün ist, kann ich schon. Also ich geh jetzt einmal. Bin jetzt einmal chronologisch. Ah, das ist vielleicht interessant. Das sind die Unlockten. Sehr gut. Okay. Das heißt, dann steigen sie mal durch. Zooming geht nicht weiter. Wieso? Das ist ein reines über die Schulter Spassettel. Schaut's aus. Und jetzt? Was tue ich jetzt? Map. Stimmt, ich habe eine Map. Und wo bin ich? Who the fuck? Where the fuck? What is this? Ja, ist ja wurscht. Wir gehen nochmal. Kann man da vielleicht vom Gebüsch was runterreißen? Ist Tatsache. Geile Sache, schau. Insekten, Samen. Was ist mit Stein? Kann ich auf den Stein so lang draufhauen? Links, rechts. Links, rechts. Hüpfen. Jetzt sind wir wieder. Ich brauche halt mal so ein Pickaxe. Geht schon los mit dem Stress. Und der Quant war nicht schlecht. Handfeuer, Craft einmal. Fiber Bedroll. Plant Fiber. Ich habe 8. Ja gut, dann haben wir mal Blumen pflücken. Es geht einmal mit Blumen pflücken los. Wie jeder andere Survivor. Equip a Tool to Harvest. Wieso? Aber ich will kein Tool zum Harvesten. Ich könnte mir einfach nur Blumen pflücken. Come on! Jetzt brauchst du mal Westerl, damit du da nicht nackend durch die Gegend rennst. Und schon wird die Wüste zur Gänze defloriert. Geht nichts mehr. Das Gequietsche im Hintergrund macht mich nervös. Wunderbar. Oh, das ist ein sogenannter Steinbusch. Der wächst nur im Stein, im Gebirge, mehr oder weniger. Also ganz witzig, wie der Strauch ausdünnt. So, wie viel habe ich jetzt für den Zeug? 44, das sollte schon mal reichen. Jetzt kann ich mir mal ein Hosel bauen. Legends. Wo sind die jetzt? Ich hatte doch gerade eine Hose. Sieh mal. Da sind sie. Die dauern noch. Ah, das dauert ein bisschen. Crafting Cure, das dauert ein wenig. Ja, ja, muss ja. Klar, ne? Mit seiner imaginären Nadel und mit seinem imaginären Faden, die ist groß, seiner Hosen umformen. Er zieht es automatisch an, wunderbar. Handwraps, Schurch braucht man in der Wüste. Wer steigt schon gerne auf Skorpione? Crafted. Ich darf mich gerne hier sitzen. Dabei. Sandalen! Was braucht das noch jemand? Braucht 25. Was braucht 8? Geht sich das aus? Das geht sich aus. Handschuhe brauchen wir uns noch. Fürs Skorpion nicht erschlagen. Das
Zwirn. Muss ich nicht mal bauen für das Zeug? Brauche ich nicht, so ein Zwirn. Wunderbar. Und ein Stone Hatchet braucht halt ein Stone und braucht halt Branches. Und wo kriege ich das her? Vielleicht kann man da so, so einen Pfahl zerlegen, hä? So, nein. Ein Pelt Skeleton. Haben wir die Dinger jetzt? Knochen hätte ich gern. Ich will die Knochen, aber sofort. The dry desert winds have mummified this poor wretch. The arrows embedded in the leathery skin cannot be removed without breaking them. Irgendwas Baumartiges von der Fähre zum Gestauder. Was ist mit den Dinger? Jawohl! Stein! Noch ein Stein! Bist du ein Stein? Das Targeting-System ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du weißt überhaupt nicht, was du im Visier hast. Wir haben Durst, schau. Das wird gelb. Acht, trink was. Trink was, hab ich gesagt. Achso, scheiße. Jetzt halt zwei mal dran. Da sind Branches. Stückel, noch ein Stückchen, hol das Stückchen, kleiner Baba, jawohl, das Stückchen. Ah, wie ist der Conan? Na, der Güttinand, Entschuldigung. Ich hol mir gleich ein paar mehr Steine. Wo sieht man die Encumbrance? Wie sehr bin ich denn belohnt? Okay, jetzt müsstet ihr eigentlich für sowas da schon genug haben, oder? 25? Na, ein paar Steinchen finden. Da drüben sind aber reichlich Steinchen. Also das Gequieke da im Hintergrund, das gefällt mir gar nicht. Könnten Sie das bitte unterlassen, liebe Natur, Frau Natur. Frau Wüste. So, sofort Hocken bauen. Crafted. Okay, bisschen. Zu meiner Rechten her ersetzen wir das Geräusch. Gefällt nicht. Was mir auch nicht gefallen hat, war. Ah, ja. Elegant. Kannst du bitte aus dem Kampfmodus gehen? Also, sobald ich die Hocken in der Hand habe, bin ich automatisch im. Kampfmodus verstehe. Ich finde auch nicht gut, dass die Axt nicht irgendwo am Gürtel hängt oder im Hosenbund steckt. Daran sollten sie noch arbeiten. Außerdem konnten die Gathering-Animationen durchaus hübscher sein. Vor allem beim Bucken, wo man sie einen Schnorr aufhebt oder so. So ein Wamps zusammenbauen, das dauert. Und natürlich ist das das Erste, was man tut in der Wüste. Nicht, man geht einmal nähen, stickt sich ein adäquates Gewand, fein geknüdelt, oder wie das heißt. Gemädelte Suppen, so heißt das. Und alles automatisch an. Ja, wunderbar. Ich glaube, Käfer kann man essen, oder? Kann ich das irgendwie? Info. These small seeds can be ground into a paste and made into a thin gruel. So can be ground into a paste. Aha, da kann man sich eine Paste draus machen mit Insekten. To the starving, a handful of insects can be enough to stave off hunger for a while. Die essen wir so. Wunderbar, das würde ich gerne eine Fackel hätte gern. Was kostet das? 5 und 10. Ah, jetzt müssen wir weggeben. Ein Stein bitte. Und noch ein Stein. Und noch ein Stein. Jetzt gehe ich so eine Fackel. Irgendwas fehlt.
Entschuldigung, Plantfiber ist das gestorben, oder? Plantfiber. Fackeln aus Pflanze. Nicht aus Stein. Das ist irgendwie logisch. Ich glaube, es ist unklug, sich zu weit von der Straße zu entfernen. Wir sind schließlich in der Wüste da. Das ist nett. Ich kann über die Straße rüber, dass ich hier eigentlich Fuß abdrücke. Nein, sehe ich nicht. Okay, gefällt mir auch nicht. Fußabdrücke waren wohl das Mindeste. Wow, da wird ganz schön gebütet. Schaut mal, was da. Was ist das? Gelähmte Kanten, die nicht ganz passt. Ja, Insekten. Ja, das ist ein super Gebüsch, bist du nervig. So, eine Fackel bitte. Craft it. Zwirren? Man weiß es nicht. So. Und jetzt geht's flinken Fußes. Mal in a general direction. Bitte, nicht vergessen, das ist jetzt ein Singleplayer-Game, gell? Ich hoffe, dass das Ding Singleplayer-Content hat. Wenn nicht, dann wird es ein bisschen langweilig. Knochen, Knochen, Knochen. Lass den nicht gleich hauen. Wieder Knochen. Gut, kriegen Hunger, bist du narrisch. Sofort Käfer einschmeißen. Auch keine S-Animationen. Gibt's auch nicht. Und die Käfer geben nicht wirklich aus. Der Schaufel C ist okay, Käfer eine. Kommt man auch so eine Steinaxt, dass er eine Spitzhacken konnte man bauen. Spitzhacki? Ja, das geht sogar schon. Crafted. Schauen wir mal, was passiert, wenn man so einen Felsbrocken bearbeitet. Equip a tool to harvest. Ich hau einfach mal drauf. Tut sich nicht viel. Außer dass die Ochse immer schlechter wird. Gut, ein Tool zu harvest. Das ist eine komische Bewegung. Okay. Stecken wir wieder weg. Was sagen wir über die Optik? Ganz nett. Die Wüste, recht glaubhaft. It's like a road, any road. Und da vorne bewegt sich was. Ich mag es nicht, wenn es das tut. Erstkontakt, ich werde es einfach mit Steiner beschmeißen. What the flying fuck is that? Ah, na. Fällt mir nicht. Lass mal aus. Wieder ableveln, ja, ich kann schon wieder ableveln, juhu! Und wie viel haben wir da zum Ausgeben? Ein Punkt, den nehmen wir jetzt auf.
Wieder Vitality. Und Recipes, da lernen wir jetzt. Experienced Survivalist. Was macht das? Kann man Water Skin basteln. Ah! Und da kann man. Da kann man. Sandstone Foundations. Da kann man dann bauen damit. Ah, das ist cool. Das ist sehr cool. Mercenary. Stone Sword, Wooden Shield. Okay, da ergeben sie aus den. Hunting Boat, das ist gut. Requires das. Flint Headed, ich glaube, das nehmen wir mal, das ist sicher praktisch. Das nehmen wir. Das kann man nicht nehmen, warum nicht? Kostet 2, drum nicht. A Campfire. Wir sind in der Wüste. So Campfire nicht oberste Priorität, ganz ehrlich. Requirements 0, kostet 1, das Gang. Torch habe ich schon. Kettel konnte man kaufen, was zum Einwirken kann man kaufen. Thrall-Taker, was immer das auch sein mag. What the fuck? Wall. A Horn kann man bauen, Iron Pike. Dinge, die mir momentan nicht viel bringen. Wooden Box können wir bauen, Acolyte of Set, bla 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 bla. Ich hätte gern das Ding, aber erst wenn ich wieder einmal ein weiteres Mal gelevelt habe. Pfeil und Bogen wäre super. Oh oh. Weg. Das ist gerade voll davon gewesen, oder? Es wird durstig. Wir trinken noch was. Ziehst dir rein, Schnuckel. Das war's jetzt mit dem Wasser, gell? Und auch wenn sonst nichts mich schauen, Karten. Ich habe keine Ahnung, wo ich auf der Karte bin. Wenn es irgendwo einen Punkt seht, ich sehe keinen. Ding, 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 di, 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 di. Ich gehe jetzt einmal, ich habe auch keine Ahnung, welche Himmelsrichtung das ich gehe. Gehe halt einmal. Und auch wenn es nur für einen Schatten ist, ich habe mir mal in den Canyon rein. Scheiße, die ist. Ich werde da elendiglichst verdursten. Aha! Hunger! Kann ich die Samen so essen? Schau mal. Nö, schaut nicht so aus. Wie geile Oase, herrlich. Optisch sehr fein die Palmen, weil sie also im Wind wiegen. Also ehrlich gesagt, ich hätte mir nicht gedacht. Da hab etwas rum. Ob ich mich da schon ranwagen soll, eher noch nicht, oder? Ui, da hoppel da viel rum. Aber ein Hunger und ein Durst und keinen Lehrer. Ich bin der böse Oasen-Lehrer. Bist du narrisch? Was habt die Dinger für ein. Tot! Schön! Ja, und kann das jetzt essen? Ich würde es gern essen! Ich würde mein Opfer gern konsumieren! Korps? Eat to loot! Aha! Open! La! Give all? Na! Hunger! Nix mitgehabt. Ein Käfer kann da essen. Use. Ein Käfer, besser wie Sturmschädel. Und ich bin so gut wie tot. Bitte schauen Sie sich das an.
Der Hammer, kann man sie irgendwie ausrüsten? Settings, Keybinds. Shotgun, bla bla bla. Movement, walk, move forward, move left, strafe down. Ich würde mich gern. Was ist jetzt? ja, im Morgen groß krepiert, das ist natürlich bitter, weil er frisch aus der Wüste kommt. Aber naja. You were killed by starvation. Ja gut, das ist aber mal richtig fieses Survival. First person? Na, ich hätte gern third person, ja. Okay, dann geht's wieder von vorne los. Aber erst, na schau mal, das Dumpferl steht ihm durch den Lendenschwarz. Güte hat der Fertige, es hat ihn putzt, es hat nichts genutzt, dass man so viel Gras zu Kleidern manufaktieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis jetzt eine relativ bekannte und vertraute Angelegenheit. Mechanismen funktionieren alle sehr, 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 sehr ähnlich wie in 7 Days to Die. Anders Setting und offensichtlich schon ein bisschen schwieriger, weil so schnell krepiert man nicht in 7 Days to Die. Ja, werden wir mal schauen, was da sonst noch passiert in einer der nächsten Folgen. Ne? Also in Bälde. Was ich für einen Scheiß rede, es ist unglaublich. Ich wünsche euch eine gute Zeit oder ein gutes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Weili, der war ja mal out.